Ich will nur eine faire Chance. Ja, und ich will eine faire Chance, hier eine Unmod zu machen. Also halt die Fresse. Und damit willkommen YouTube zu einem Folge Let's Play Skyrim. Wir brauchen einen Stahlbarren. Jetzt darfst du reden. Die besten Waffen und Rüstungen. Ich will keine Waffen, ich will genau einen Eisenbarren. Einen Stahlbarren. Eisen hilft mir nicht viel. Natürlich hat sie keinen Stahlbarren. Warum wundert mich das nicht? Dann gehe ich mal. Drinnen gibt es ja noch mehr. Vielleicht können wir in der Kriegssumpfer drinnen einen Stahlbarren kaufen. Wir können nämlich unser Schwert noch verbessern. Wir haben kleine Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Nope. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, es wäre schön, wenn du mir das verkaufen würdest, was ich gern hätte. Dann werden wir unsere Waffe ein anderes Mal verbessern. Und jetzt gehen wir auf Schatzsuche. Wie sieht denn die Schatzkarte überhaupt aus? Schatzkarte 4. Also hier ist eine Mühle. Also hier bei der Mühle vor Weißlauf. Da den Hügel hoch zu einem Stein, der nach vorn steht. Ein bisschen wie der Felsen aus König der Löwen. Königsfelsen, glaube ich, hieß der. Einen Schluck trinken. Ich habe in letzter Zeit etwas trockene Kehle. Hoffentlich werde ich nicht wieder krank. Schon wieder. Ich hasse das. Ich bin dann immer so nicht so richtig krank, dass ich so wirklich im Bett liegen würde und dann total kaputt bin und gar nichts mehr machen kann und dann zwei, drei Tage flach liege und dann wieder gesund bin. Nein. Bei mir zieht sich das immer ewig. Also ich bin dann so ein bisschen krank, ein bisschen heiser, ein bisschen verschnupft, aber nie wirklich lang und so richtig und ewig lang und dann irgendwann werde ich dann wieder gesund. Das dauert so nervig lang. Und da ist die Mühle. Das heißt, da oben müsste der Schatz dann doch demnach liegen. Wenn ich mich nicht total vertue. Hier gehen die Leute im Tagwerk nach. Fleißige Nord sind das. Da ist eine Kuh. Von der sollten wir uns in Acht nehmen. Ihr wisst ja, Baumkühe und so. Sie beobachten uns. Sie sind immer da. Und hier geht ja schon ein Weg hoch. Also darauf. Darauf müssen wir. Hingegen soll es wenigstens keine Säbelzahntiger geben. Ist ja auch was. Also ich glaube, wir werden keinen Schmiedemarathon machen. Das habe ich in der Aufnahmepause kurz überlegt. Wir werden das erst machen, wenn wir wirklich an eine Stelle kommen, wo ich merke, hier geht's nicht mehr mit der Ausrüstung, die man so findet. Dann werde ich das machen. Ich glaube, es gäbe hier einen bedeutsam einfacheren Weg. Aber einfache Wege sind für Leute, die nicht Skyrim-Kletterer sind. Wir können das auch so. Ich zoome mal hier raus und sieht es ein bisschen komisch aus. Ich meine, gut, da könnte man in echt eigentlich auch relativ drauf. So, da unten ist die Mühle. Müsste dann nicht hier irgendwo schon der Schatz liegen? Geht es dann noch weiter hoch. Also was habe ich in letzter Zeit gespielt über Sprinten auf der Shift-Taste ist, weil ich das gerade immer vertue. Da ist die Schatzkiste. Yay. Truhe. Einer mit Hüst. Gold. Kleines Ingenieur. Ein Stahlbad und ein Stahlschwert der Funken und ein Kupfer der dem mit Rubin. Schön. Und das heißt auch, dass wir unser Stahlschwert verbessern können. Also nochmal zurück nach Weißlauf. Ja, ich will dahin. Jetzt können wir unser Nordschwert ein bisschen besser machen. Ist zwar nicht viel, was das ausmacht, aber es ist der eine Chance, wo an einem. So, altes Nordschwert auf fein. 14. Zack. Können wir eigentlich auch mal verbessern. Die Eisenbarren haben wir ja. Und dann können wir sie verkaufen an die Gute hier. Ein bisschen Geld machen. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Nicht. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal zu den Graubärten. Nur mal, wozu wir eigentlich gerufen wurden. Vampire bekämpfen wir zwar auch schön und gut, aber im Moment ist es wichtiger. Ernsthaft mal. Quests auf Tab. Das wär's. Im Moment ist es wichtiger, dass wir uns einen Drachen töten, weil Vampire, die übernehmen vielleicht die Welt, aber die Drachen werden sich zerstören.
Also was wird da wohl besser sein? So, und jetzt müssen wir da hoch, oder wie? Gab's da nicht noch, wir werden mal kurz hier mit den Leuten, ich glaube, da gab's nämlich noch einen, der einem dann Quest ging. Ich wage mich zu erinnern. Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Man nennt den Weg zum Kloster die 7000 Stufen. Da gab's einen Quest. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es bis ganz nach oben schaffen könnte, ohne vor Erschöpfung zusammenzubrechen. Verschwindet ja, einfach so schnell. Unser Werk warten mal zum Tagesanbruch. Das war nicht genug. Jetzt ist es lediglich mitten in der Nacht. Und ich überlege gerade auch, mit Level 10 bekommt man ja normalerweise das andere DLC, das Solstheim DLC auch angekündigt, wie sich das nochmal angekündigt hat. Kam da nicht auch irgendwie ein? Oh, Lydia. Morgen. Wenn ihr euch je zur Ruhe so, setzen, und da geht's Kinder rüber. Haben wollt, denkt gut darüber nach, bevor ihr's. Ach, die werden vielleicht den Quest nicht. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrock gar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Oh, das ist aber nicht gut. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Okay, was lieferst du? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und die Gegenleistung dafür? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Das können wir natürlich auch wir machen. Wir gehen ja eh rauf. Wirklich? Das wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Und irgendwas sagt da doch, dass der Weg nicht sicher sei. Vielleicht sollten wir da auch mal nachfragen. Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Solange es keine selber zum Ziel und Trolle sind. Auszurutschen. Ne? Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Na dann. Seid vorsichtig. Objekte, das dürfte es nur sonstiges sein. Na da, der Vorrat. Ist gerade Lieferungen? Da sehe ich schon das erste streunende Tier, da ist ein Bär, aber der ist eigentlich relativ weit weg, der dürfte uns nichts tun wollen. Den stören wir einfach nicht. Und hinauf geht's und hier ist ein Schrein. Schrifttafel lesen. Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Hört sich etwas biblisch an. Ich hoffe, es ist tatsächlich nicht mehr so ein paar Wolfsrudel hier, denn ne, Säbelzahntiger, Trolle. Komm. Da haben wir schon einen Wolf. Ein Wolf weniger. Und Schießkunst verbessert. Und ein Wolfspelz für uns. Sind aber sehr alte Stufen hier. Vor so ein Berg. Ich weiß nicht so, wenn der Weg ein Berg ist, geht eigentlich noch. Da ist es dann meistens eher die Länge. Ich weiß nicht, wie was der Berg hier in echt zu vergleichen wäre. Also ich meine, in Skyrim sind natürlich die Dimensionen müssen ja ein bisschen kleiner sein. Ich meine, die können ja da nicht einen realistisch großen 3000 hinstellen, so wo man dann hochlatschen muss. Würde ja dementsprechend lang dauern. Aber wenn man hier die Größenverhältnisse mal überlegt, wie hoch der in echt wäre. Würde mich interessieren, wie hoch wäre der Hals der Welt, wenn es ein echter Berg wäre. Wie lang würde man tatsächlich hoch brauchen? Da steht einer, ich hoffe, der ist nett. Der scheint aber eher auch so ein Pilger zu sein. Ihr braucht etwas? Ich würde gern wissen, was du da machst. Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Na, dann störe ich den mal nicht lieber und schaue mir selbst das Symbol an. Dürfte ich mal durch, danke. Emblem 2. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme.
bisschen Geschichte. Ich glaube, die habe ich noch nie gelesen vorher. Das einzige Ding, da ist man immer zu faul dazu irgendwie. Ah, fürs Let's Play wird alles gelesen. Da fängt Virsagon auch mal an, ein bisschen den Gelehrten raushängen zu lassen. Wenigstens ist der Weg hier sauber markiert und man muss nicht hier querfeldein über Felsen kraxeln. Lydia, es wäre nett, wenn du was tun würdest. Jetzt bezahlt ihr. Lydia, Thomas! Kommt, wir haben echt ein paar Probleme mit dem Ding hier. Dafür haben wir Lydia mitgenommen. Tschüss, Wolf. Die werden sich auch was wundern. Dafür haben wir Lydia mitgenommen. Hat jetzt gar nicht. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Nee, das wollen wir ja nehmen und als Waffe wollen wir ihr. Das hier geben. So. Hast mal eine bessere Waffe. Voran. Ich gehe voran. Mit gezücktem Bogen, denn Eiswölfe stark. Na, wie gesagt, solange es keine Säbelzahntiger sind, bin ich ja noch ganz froh. Wie gesagt, dafür haben wir auch Lydia dabei, damit die da uns helfen kann. Also in gewisser Weise eigentlich nur ein Meat Shield. Okay. Gut. Das ist, finde ich, der einzige Vorteil, wenn man halt Fernkämpfer ist. Wenn man die Gegner so sieht, kann man sie jetzt so leicht ausstellen. Wenn die mal nah rankommen, hat man halt echt ein Problem. Ich weiß nicht, ich will halt auch nicht hier komplett hochschleichen, weil es. Okay, das ist eine Ziege. Weil es irgendwie auch blöd kommt, wenn man hier einen auf Bergschleicher macht. Ah, ein weiteres Emblem. Emblem Nummer 3, wenn ich richtig gezählt habe. Emblem 3. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Die Drachen schienen unbarmherzige Herrscher gewesen zu sein. Auf der anderen Seite, die werden wahrscheinlich sowieso so die Empfindung der Menschen gehabt haben, ja, was wollen die überhaupt, diese kleinen, nicht flugfähigen Dinger da. Haben nicht mal Schuppen und nicht mal Flügel und wollen hier mitreden, oder wie? Ist ja auch eh das. Wie würde uns eine andere intelligente Spezies wahrnehmen? Vor allem eine, die halt vergleichsweise so mächtig ist wie ein Drache. Wenn wir uns überhaupt als wirklich intelligente Wesen wahrnehmen? Ein interessanter Gedanke, den man sicher lang diskutieren könnte, aber wir haben keine Zeit dazu, wir müssen zu den Graubären. Weitere Embleme lesen und uns in Acht nehmen vor allerlei Wildgetier. Ich bin die Stufen wieder ein Stück nach. Da ist wieder einer, der meditiert. Ich hoffe immer, die sind alle nett. Nicht, dass da mal einer angreift. Das ist. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Hab ich gemerkt. Emblem Nummer 4. Kühne wandten sich am Partonax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Drache gegen Zunge. So darauf läuft es irgendwie so gefühlt immer raus mit uns Menschen. Irgendwer führt gegen irgendwie einen Krieg. Dass er nicht mal irgendwie Ruhe haben könnte. Ist wieder noch dabei. Dass er irgendwann mal Ruhe haben könnte oder einfach nur, einfach mal miteinander reden. Ich meine, da hat man schon ihre Sprache gelernt, ihre Stimme gelernt. Was macht man? Man nimmt es als Waffe, anstatt dass man sagt, komm, lass uns drüber reden. Und da vorne ist eine Kreatur, die ich zu treffen gefürchtet hatte. Ein Eistroll. Und wie wir mit dem Eistroll umgehen werden, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Bis dann, YouTube. Tschüss.